wie gesagt, schnappt euch euer Band. Wir führen euch quasi einmal durchs Booty-Workout. Wir starten oben rum und später wird dann Frau Raufi mit euch auf die Matte gehen und den Booty noch mal ein bisschen upgraden. Okay, wir machen ja kein richtiges Warm-up bei dem Booty-Workout, das kennt ihr ja mittlerweile. Wir machen eine Aktivation. Wir machen eine Po-Aktivierung, nennen wir das Ganze. Es gibt 4 Übungen, wir machen die hintereinander weg, alle im Stehen. Wir fangen an mit einem Cossack Squat, also das kennt ihr auch schon. Das heißt, wir gehen einen relativ breiten Ausfallschritt. Cossack Squat, kommen wir auf die eine Seite nach unten. Alles, was wir zum Warm-up machen, ist alles so pulsieren. Das heißt, wir sind hier im weiten Ausfallschritt, machen 1, 2 Pulses, kommen nach oben und gehen wieder zurück auf die gleiche Seite. 1, 2 Pulses, wieder nach oben. Das ist die erste Übung. Und 30 Sekunden, wir wechseln später die Seite für die andere Übung. Zweite Übung ist, wir bleiben auf dem Bein hier. Ein Step-Back-Pulse, also von der Position aus, ihr steigt nach hinten. 1, 2, kommt nach oben, schiebt euch über die Fersen nach oben. Was ihr wollt ist, wir machen ja hier Booty-Workout. Das heißt, macht einen weiten Schritt nach hinten, weil je weiter ihr nach hinten geht, desto mehr Po-Aktivierung habt ihr hier und steigt wieder nach oben, okay? Und vor allem, je mehr euer Knie nicht zu den Fußspitzen vorkommt, desto mehr aktiviert ihr eure Hamstrings und euren Po hinten. Deshalb, wenn ihr den Po oben arbeiten wollt, dann ganz nach hinten mit euch. Wunderbar. Also links, rechts, Schritt nach hinten, Doppelpuls. Und dann machen wir einen Warrior Pulse. Das heißt, ihr bleibt wieder in dieser Position. Legt euch nach vorne. Das Bein hier könnt ihr ein bisschen abwinkeln. Ich zeige es euch mal von der Seite. Könnt das Bein ein bisschen abwinkeln. Der hintere Fuß ist ausgestreckt. Und wir machen hier nur so eine Pulsbewegung, während wir hier Kraft unseres Popos schön im Stand bleiben. Das heißt, wir haben hier statisch so einen isometrischen Halt. Also wir halten hier einfach nur unter Zug. Und die Arschbacke, die ist richtig unter Feuer, weil ihr hier hoch und runter geht. Ja, also ihr wollt es wirklich da hinten merken. In beiden Backen, in beiden Bäckchen. Zu guter Letzt machen wir noch einen Sumo. Sumo kennt ihr auch, deutlich breiter als schulterbreit stehen. Schiebt die Knie nach außen. Und was wir jetzt machen, wir machen auf einer Zehenspitze. Die ist oben, der andere Fuß ist komplett unten. Und wir machen hier einfach nur pulsierend, während der eine Fuß auf der Zehenspitze ist, okay? Also Knie schieben konstant nach außen und ihr schaut, dass ihr mit dem Oberkörper relativ aufrecht seid. Also nicht sowas hier, das genau. Ist keiner. Okay, also aufrecht. Das sind die 4 Übungen zum Warm-up. Alles andere kommt dann nachher mit Wonderful. Mit Frau Raufi. Also wir machen einen Popo zuerst fest. Und dann den anderen. Also okay? Eine Arschbacke sozusagen. Ey, sowas sage ich doch nicht. Ich bin doch eine fallende Dame. Okay, wie schaut's aus? Wir haben eine Booty-Playlist bei Spotify gefunden. Die läuft im Hintergrund. Die könnt ihr euch auch anmachen, wenn ihr wollt. Weil ich mir Motivation für den Popo brauche. Leute, es gibt keine Pause zwischen den 4 Übungen. Gell? Also außer 5 Sekunden Wechselzeit. Ladies and Gents, on your marks. Ich würde sagen. 3, 2, 1, Happy Lunch Break. Wir starten mit dem Cossack. Also, wir kommen hier nach unten. 1, 2, schiebt euch nach oben über eure vordere über eure Ferse, wo ihr abgewinkelt seid. 1, 2, nach unten. 1, 2. Das ist die Booty-Playlist, Leute. Nach 10 Sekunden schiebt richtig den Po nach hinten. Geht richtig tief, euer Knie schiebt nach rechts außen. Super. Achtet darauf, dass das Knie wirklich nach außen schiebt. Euer Rücken ist gerade, der Po schiebt nach hinten. Pause. Wunderbar. Stepback Lunge. Stepback Pulse. Weiter Schritt nach hinten. Und let's go. Nach hinten. 1, 2. Nach vorne kommen. Achtet mal drauf, dass euer Bauch richtig fest ist, wenn ihr nach hinten tretet. Also, dass ihr nicht in ein Hohlkreuz geht, sondern eher ein Ticken nach vorne geneigt seid mit geradem Rücken und der Bauch, die Rippen zu, Bauch ist fest. Super. Sehr gut. Wunderbar. Ihr habt noch 15 Sekunden. Halbzeit habt ihr schon. Yes. Kein Beinwechsel, gell, Leute? Wir sind nur auf einem Bein. 7 Sekunden noch. Drückt euch aus der vorderen Ferse hoch. Ausatmen, wenn ihr hochkommt, einatmen, wenn ihr runtergeht. 3, 2, 1, Pause. Dürft ihr bleiben. Rechts Bein arbeitet. Warrior Pulse. Let's go. Wichtig ist, dass ihr hier euren Rücken ganz gerade lasst. Ihr habt das Gefühl, euch zieht jemand am Scheitel nach vorne und zieht euch so auseinander. Und ihr pulsiert in die Arschbacke rein. Eure Hüftknochen sind parallel zum Boden. Also dreht eure Leiste, eure Hüfte nicht nach vorne auf. Der Po, der darf jetzt richtig auf Zug. Merkst was? Bisschen. So lange hat sich Nadja überlegt, ich habe nichts damit zu tun, mir brennt aber der Arsch. Ja, was ist denn los? Das hat der Sebastian sich schon mit, der trägt es hier mit, Leute. Die Verantwortung trage ich nicht ganz allein. Und Pause! Okay, zu guter Letzt. Sumo, weiter Stand. Und let's go! Nach unten, Zehenspitzen und pulsieren. Und jetzt achtet drauf,
das zieht euer Knie hier raus, der Bauch ist komplett fest, seid so aufrecht wie möglich und wir wollen richtig den Popo ausbrennen, gell? Yes, kommt die ganz weit auf, Oberschenkel. Auf die, wenn ihr es zu sehr am Oberschenkel merkt, dann guckt mal, dass ihr den Popo hinten ein bisschen weiter nach hinten schiebt. Yes, denkt an die Muskulatur, die ihr trainieren wollt, wunderbar. Geht ganz hoch auf die Fußspitze, 3, 2, 1, Pause. Pause, Seiten wechseln. Yeah. Korsak, alles andere Richtung. Wie geht's euch? Als Feind? Einmal durchschnaufen. 3, 2, 1, und hier rüber. 1, 2, nach oben kommen. Auch hier, ihr pulsiert richtig tief. Ihr schiebt nicht nur den Po nach hinten, sondern ihr pulsiert richtig nach unten. Knie schiebt nach außen und dann drückt ihr euch aus der Ferse hoch. Euer Rücken ist komplett gerade. Die ganze Sebastian-Rücken ist komplett gerade und schiebt seinen Po nach hinten, als würde er sich auf so einen Stuhl hinten setzen. Noch 10 Sekunden habt ihr, super. Yes! Hey Leute, wir freuen uns so, euch alle demnächst draußen zu sehen. Ihr werdet so Knackarsche haben. 3, 2, 1. Wisst ihr, was das erste ist, was ich mache, wenn man sich wieder anfassen darf? Dann fasse ich euch allen einen Po. So, und step back. Weiter Schritt nach hinten. 1, 2, nach oben kommen. Ah, Entschuldigung, ich habe Seitenwechsel. 1, 2. Fasst euch mal bei dem Lunge an die Arschbacke vom vorderen Bein und guckt mal, wie die auf Zug geht, wenn ihr da nach hinten trifft. Manchmal hilft es total, wenn man dieses Haptische mal probiert und wirklich einmal da ranfasst. 5 Sekunden habt ihr noch, super. Ausatmen, wenn ihr hochkommt, einatmen runter. Und Pause. Okay, Warrior Pulse. Und let's go. Schau, Sebastians Rücken ist ganz gerade, das Bein hinten ist maximal gestreckt. Und ihr bewegt, auch wenn es nicht viel Spiel ist, ihr bewegt wirklich den Oberschenkel hoch und runter und merkt es in der Arschbacke. Super, sehr gut. Yes, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Wie ist die Übung so? Findest du sie gut? Oh, ich habe links ist meine schlechte Seite, Leute. Magst du die gerne? Voll gerne. Voll gerne. Super, ja, mögt ihr die auch gerne? Bestimmt, hasse gell? Hasse ich. Super. Was die sich da wieder überlegt haben, fein. Die Beine hinten fallen schon schön ausstrecken, gell? 3, 2, 1, Pause. Oh, zu guter Letzt. Sumo, Leute. Toe-Touch. Also so Zehenspitzen. Atmen nicht vergessen, wunderbar. Drückt die Knie wirklich auseinander, als würde jemand die von hinten so wegziehen hier, ja? Bauch ist fest und schon wirklich hoch und runter. Yes, wunderbar, sehr schön. Wie ist das? Voll gut, gell? Mega. Wo spürst du was? In der linken Arschbacke. Wunderbar. Sehr schieb schön. Raus, Knie raus, Leute. Schieb sie richtig raus. 3. 2, 1, Pause! Ah, ausschütteln! Halbiere! Jetzt müssen wir einmal kurz ein bisschen leiser machen. Was? Die gute Booty-Playlist muss leise sein. Einmal erklären müssen. So, wir gehen jetzt auf den Boden. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch ein Band dazu nehmen. Aber ihr seid selber schuld. Don't blame us, wenn es dann geht. Aber dafür kriegt ihr noch einen geileren Popo, wenn ihr es nehmt. Also, holt euch ein Band, wenn ihr wollt. Wenn ihr eins habt, wenn nicht, überhaupt gar kein Problem. Wir haben auch an die Leute ohne Band gedacht. Also, ihr legt euch ganz entspannt hier hin, als würden wir uns einfach nett unterhalten wollen. Und jetzt guckt mal, dass eure Hüfte, wenn ihr einfach so ganz entspannt hier liegt, dann kippt eure Hüfte hier so ein bisschen hoch, ja? Dann ist hier kein Platz mehr. Was wir wollen die Hüftknochen übereinander stapeln. Das heißt, eure Hüfte, als würdet ihr die so ein bisschen nach hinten drücken. Dann ist hier ein bisschen ein Loch, aber genau das wollen wir, okay? Dann arbeiten wir nämlich genau da rein. Und was wir jetzt machen, ist einmal einfach nur auf diese Clam machen, also die Fersen berühren sich und ihr drückt hier einfach nur auf. Dann machen wir das gleiche parallel. Schaut mal, dass es hier keinen Pike gibt, also dass hier immer eine Hand dazwischen kommt. Parallel zum Boden heben, wunderbar. Und dann drehen wir unser Bein, ohne dass irgendwo im Körper sonst irgendwas passiert. Wir isolieren komplett unsere Hüftbewegung hier, ja. Danach gehen wir auf die Unterarme, auf die Hände. Wir machen Leg Circles nach außen. Achte mal drauf, wie wenig Nadja sich, nämlich gar nicht, im unteren Rücken bewegt, okay? Das ist euer Ziel. Der Rücken kippt nicht bei Nadja. Das ist hier eine Linie. Da gibt es kein Hohlkreuz, gar nichts. Sie arbeitet nur auf die Arschbacke. Die nächste Übung ist ein Donkey Kick. Da könnt ihr, ich sage euch dann immer, wann ihr das Band braucht, falls ihr es benutzen wollt. Ja? Donkey Kick, könnt ihr auf die Unterarme kommen. Wir machen den Rücken rund, der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Und wir drücken hier hoch. So. Und dann machen wir das gleiche zur Seite, und zwar nicht ganz parallel zur Seite, sondern so schräg versetzt nach hinten. Ja? Und das war's schon. Wie viele Runden gibt's davon? Das schauen wir mal, wie sich so anfühlt. Ah, also okay, Leute. Für die Clam mache ich mal mit
Band. On your marks. Entschuldigung, das Band brauchen wir erst am Schluss. Erstmal kein Band, keine People. Glück gehabt. Ah ja, und den Spaß machen wir auch 30 Sekunden. Alright, yay. Ladies and Gents, es gibt natürlich auch hier keine Pause. 5 Sekunden ist nun die Wechselzeit. Wir starten in 3, 2, 1. Booty Burn, let's go. Eure Hüfte hier erst nach unten schieben und dann aufdrehen. Es bewegt sich nichts, außer dieses Knie hier, das hoch und runter geht. Macht mal euren Daumen hier oben rein. Ihr solltet es spüren, wie sich der Glutmet hier anspannt. Sehr schön. Das fühlt sich noch nicht so schlimm. Denkt dran, die Fersen haben immer Kontakt miteinander, also ihr seid immer verbunden. Denkt an dieses Loch hier, was da ist. Also ihr wollt eure Hüftknochen parallel übereinander haben. 5 Sekunden haben wir noch. Nicht parallel, sondern direkt übereinander. 3, 2, 1. Und das Bein jetzt parallel vom Boden wegheben. Ohne, dass ihr in der Hüfte irgendwie aufkippt oder zukippt oder so. Oh, ich habe die Pause schon wieder vergessen. Oh, Nadja, mach da mal weiter. Das ist so meins, gell? Jawohl, bringt das Bein richtig hoch. Achtet darauf, dass der Unterschenkel nach wie vor einen Winkel hat. Also ca. 90 Grad Oberschenkel zu Unterschenkel. Das ist euer Ziel hier. Super. Ausatmen hoch, einatmen runter. Leute, was für eine Knackarschgarantie, ich sag's euch. 5 Sekunden noch. 3, 2, 1. Jetzt einfach nur umrühren sozusagen. Einfach rühren. Nadja, du hast schon wieder die Pause vergessen. Ach so. Ach jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter. Jetzt Pech gehabt. Ich meine, ich profitiere ja davon. Leute, auch hier schaut man, dass eure Hüfte irgendwie nicht nach hinten und vorne kippt. Ja, die ist stabil. Hier kann immer noch eine Hand runter. Stellt euch vor, ihr lehnt euch ganz leicht nach vorne, nicht nach hinten. Wichtig ist, dass ihr nicht nach hinten kippt, okay? Ihr wollt wirklich ein Stück nach vorne kippen. 8 Sekunden noch. Und schön. Wechselt gerne auch mal die Seite. Also Richtung meint Nadja. Richtung meint. Pause. Jetzt ist eine Pause, habe ich gelernt. Jetzt kommen wir auf alle Viere. Jetzt machen wir 15 Sekunden in die eine Richtung und 15 Sekunden in die andere Richtung, okay? Wichtig Let's dabei go. Ist, dass sich der untere Rücken nicht bewegt. Also achtet drauf, ihr kippt nicht auf mit der Hüfte und ihr macht keinen runden Rücken. Das heißt, eure Range ist gar nicht so groß, ihr könnt wahrscheinlich gar nicht so viel bewegen. Ihr wollt wirklich nur das bewegen, was eure Hüfte hergibt. Nach hinten und zur Seite. Volle Kontrolle, nicht schnell, runder Rücken. 5 Sekunden habt ihr noch. 3, 2, 1. Okay, Bad News. Ihr werdet mich nicht so gerne mögen, aber wenn ihr ein Band habt, dann zieht jetzt euer Band an. Macht euch euer Band auf die Knie drauf, also auf die Kniescheiben drauf, auf die Unterarme. Und bitteschön. Donkey Kicks. Auch hier der untere Rücken bewegt sich keinen Millimeter. Ihr seht hier, Nadja arbeitet nur aus der Pobacke, ihr Unterrücken macht gar nichts, sie ist leicht rund mit dem Rücken, kein Hohlkreuz. Ihr wollt hier wirklich euren Popo trainieren, Leute. That's why we're here for lunch break, right? 10 Minuten noch. 6 Sekunden. 3, 2, 1. Dann ein bisschen nach oben gehen und parallel aufmachen. Auch hier, ihr kippt aber trotzdem nicht euer Becken auf, ja? Nicht aufkippen, Leute. Stellt euch vor, ihr seid wie so ein Hund, der bieseln muss, aber den hat man dann irgendwie das Band um die Knie gemacht. Halbzeit, komm Leute, komm. Wenn ihr ein Band habt, pusht dagegen. Wenn ihr kein Band habt, auch okay. Lehnt euch nicht zu sehr nach links. Bleibt mittig. Ah, oh, 5 Sekunden noch. I'm so sorry. 3, 2, 1, Pause. Oh, erste Seite geschafft. Wie den ganzen so? Spaß gibt es noch auf der anderen Seite zu machen. Gott sei Dank haben wir 2 Seiten. Ah. Beschwert sich da schon jemand? Nein, es gibt keine Beschwerden. Schau mal, alles in bester Stimmung für dieses Booty Workout. Okay, Leute, ja. Seitenwechsel, in 3 Sekunden geht's weiter. 2, 1 und. Hier ein bisschen Platz dazwischen. Fersen sind in Kontakt miteinander. Eure Hüftknochen, denkt da nochmal dran, dass nicht einer hier mehr Richtung Schulter ist, ja? Ihr schiebt die nach hinten. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mein Popo ist on fuego. Noch 7 Sekunden. Das ist Mittagsfeuerwerk im Popo. Aber echt. 3, 2, 1 und nach oben damit. Das ist halt jetzt auf der anderen Seite ein bisschen fieser, gell, weil die schon stabilisiert hat. So. Ach, ich habe schon wieder die Pause vergessen.
Ich lerne aber, Leute, Lernfähigkeit zero bei mir. Gib doch einfach zu, dass du gern mehr Booty Workout machst. Weil ich das so gern mache, was wir hier machen. Nadja liebt Booty Workouts. Das ist wirklich so, ich liebe Booty Workouts. Wie geht es euch nicht so? Ich finde, Booty kann man immer machen. Der Chris so kotzt. Aber ich finde, so ein bisschen Popo-Übungen kann man auch zwischendurch immer mal ganz gut machen. So ein paar Squats oder ein paar Glute Bridges oder so. 3, 2, 1. 5 Sekunden Pause, Nadja. 5 Sekunden Pause. Mal auf. 2, 1, let's go. Kreise machen, Leute. Schöne Kreise. Denkt dran, dass ihr auch hier nicht nach hinten kippt. Bleibt nach vorne gerichtet. Oh, wir sagen euch gleich die Halbzeit an. Ihr könnt jetzt die Richtung wechseln. Vielleicht findet ihr es ja gar nicht so schlimm. Vielleicht habt ihr gar nicht so Muskelkater. Vielleicht seid ihr einfach saufit. Und vielleicht habt ihr schon scharlatte Popos und nur Nadja muss man ein bisschen nachkorrigieren hier. Oh. Okay, dann alle vier. Das Bein kreisen. Auf alle vier erst in die eine, erst nach jetzt. Außen, hinter, zurück. In dieser Booty-Playlist läuft gerade Spice Girls Wannabe. Ich weiß nicht, warum das ein Booty-Song ist. So Leute, schön runterrücken. Andere Richtung. Das Knie berührt natürlich auch nie den Boden, Leute. Ihr seid immer in der Luft. Ihr arbeitet immer in der Luft. 3, 2, 1. 5 Sekunden Pause. Bad News, wenn ihr ein Band habt. Let's go. Get the band ready. 3, 2, 1. Let's go. Donkey Kicks. Runterrücken. Auch hier bleibt euer Becken parallel zum Boden. Ihr atmet aus, wenn ihr nach oben kickt. Ein, wenn ihr runterkommt. Die Rippen sind zu und ziehen den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und denkt dran, euren unteren Rücken nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. Der untere Rücken, der macht gar nichts. Das ist nur der Po. 5 Sekunden habt ihr noch, Leute. 3, 2, 1. Okay. 5 Sekunden Pause. Ich stelle meinen äußeren Arm auf, damit ich hier ein bisschen mehr Spiel habe. 3, 2, 1. Also so schräg, diagonal nach hinten. Schaut, dass ihr euch nicht zu weit nach rechts rüber lehnt. Auch hier, ausatmen, wenn ihr hochgeht. Zieht den Bauchnabel nochmal fest zur Wirbelsäule. 15 Sekunden noch. Komm, schön rausdrücken, Leute. Spannt euren Po an. Und macht es kontrolliert. Geht den ganzen Weg nach oben und den ganzen Weg nach unten. 5, 3, 2, 1. Ha! Scharu! Aui, aui! Ha! Fertig, Leute. Ah, Leute, ihr seid schon wieder durch. Wie geht's euch so? Die Sophia wollte, dass ich lauter mache, auf gar keinen Fall. Sophia. Ich möchte hier nicht die ganze Zeit Spice Girls in unserem Wohnzimmer lauter haben. Frage ist, wie geht's euren Popos? Fasst mal alle hin. Wenn ihr es mit jemandem gemacht habt, gerne auch beim anderen hinfassen. Leute, und? Grande Finale. Wir hauen noch ein paar Jump Squats raus. Gibt's ganz zum Schluss. Also, last but not least. Alle Mann, runter mit den Kisten. Wir bleiben hier. Wir machen 10 Jump Squats und dann seid ihr durch, okay? Also Kisten nach unten, Knie nach außen und jetzt let's jump it out. 1, 2, 3. Super. 4. Steinhart, sagt die Froni. 6, let's go. 7, 8, 9, 10. Ah, das war ein bisschen noch mal Popo auf Feuer zu bringen. That's it, you guys. War's schon. Easy peasy, oder? Komm nicht mehr ran, so prall. Ah, schön, Chris, das freut uns sehr, dass du jetzt so einen prallen Popo hast. Beste auf der Welt. Schön, dass ihr dabei wart, Leute. Wer noch nicht genug geworkoutet hat heute, wir sind heute Abend um 18 Uhr bei NU3 am Start. Oh ja, wir gehen heute nochmal ein Workout bei NU3. Das heißt, wenn ihr, also N3, wenn ihr Lust habt, ein Full-Body-Workout zu machen, dann kommt heute Abend for free auf den Instagram-Account von NU3. Ihr braucht nur einen Topf. Alle, die da schon mit uns Top-Workout gemacht haben. Nur einen Topf und ein Body. Und dann könnt ihr mit uns gemeinsam nochmal ein Workout machen. Ansonsten, Leute, wir sehen uns Donnerstagabend. 19 Uhr. Und Freitag Outdoors. Wupp, 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 wupp. Hat einen schönen Tag, Leute. Ciao, ciao, ciao. Ciao, bis später vielleicht.